Oh, jetzt habe ich davon zu wenig dabei, ne? Ist da jetzt Wasser drin? Da ist tatsächlich, es braucht keinen Strom. Die Pumpe läuft automatisch. Das ist sehr cool. Es schneit gerade. Das habe ich vermutet. Als Let's Play, weil ich gesagt habe, ich warte jetzt nochmal auf einen richtig großen, auf eine Mega-Neuerung. Dann würde ich es gerne wieder spielen. Aber bei mir ist das Problem, entweder, also ich muss mich entscheiden, was ich letzten Endes machen möchte. Weil die Performance da auch teilweise sehr stark in die Knie geht. Und das ist natürlich eine blöde Sache für mich jetzt auch. Das war's hier, oder was? Ach so, wir produzieren ja noch. Okay, aber das Wasser ist ja nie verkehrt, wenn wir das hier vorrätig haben. So, und das Wasser legen wir jetzt einfach hier mit runter. Oder machen wir erstmal rüber. Aber jetzt fehlt es mir natürlich weiter wieder. Noch genug Stahl. Ach, Stahl haben wir ohne Ende. Brauchen wir hier, können wir mal ein bisschen. Endlich beginnt der Winter. Ah, ich bin nicht so da. Ne? Ah, Winter, Schnee ist schön, ja, aber ich brauche das nicht ewig. Eine gewisse Zeit kann ich das voll und ganz so nehmen, wie es ist und sage, okay, schön, aber auf Dauer bin ich eher der Frühlingsmensch eigentlich. Also ich bin ja eher so, dass ich sage, ja, so ein schöner Frühlingstag, ja, wenn es draußen schön ist, nicht heiß ist wie im Hochsommer. Oder denkst dir, dir brennt alles, davon, ja. Ein richtig schöner, ganz normaler, entspannter Frühlingstag. Das ist meins. So, ich meine, irgendwo hier müsste man rauskommen. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. So. Da haben wir jetzt hier theoretisch den Wasseranschluss auch gelegt. Und dann könnten wir die ersten Schwefelgeschichten machen. Sommer, Sommer! Ja, wie gesagt, das Problem ist oft, Sommer ist immer gleichbedeutend mit, es ist heiß wie Sau. Und du denkst, du gehst kaputt. Das finde ich dann immer nicht so schön. Wir machen das mal so. Dass wir das nach unten legen. Nicht ganz so nach unten. Wir lassen hier schon noch Platz. Und hier kommt dann jetzt erstmal. Nein, das will ich nicht. So. Und dann machen wir jetzt Folgendes und lagern das erstmal weg in eine Kiste. Weil das ist nämlich sehr, sehr viel, was hier rauskommt. Schau her. Die kriegen das zu zweit gerade mal so weg. Aus einer Fabrik. So, jetzt produzieren wir schon mal Schwefel und lagern das auch schon mal ein. Das ist schon mal gut. Das kann nämlich ruhig so laufen. Okay. Hier unten geht's. Wir haben keine mehr direkt an der Mauer liegen. Das ist okay. So. Damit können wir jetzt dann die Batterien richtig anstarten. Aber wir machen hier noch Folgendes. Ich würde gerne hier noch ein bisschen erweitern. Ich würde gerne hier noch ein bisschen erweitern. 5 Millionen Einwohner in Workers and Resources. Cyborg, grüß dich, Hallöchen. Schnee ist schön anzusehen, ja, bin ich voll dabei. Aber es ist halt immer blöd, wenn du dann auf die Arbeit musst und so weiter. Ja, ich glaube, das kommt immer so auf die persönlichen Sachen an. Wenn du jetzt so voll interessiert an Wintersport zum Beispiel bist oder allgemein auch viel draußen bist und magst einfach dieses Schneefeeling, ja. Ich glaube, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber wenn du dann eher sagst, oh nee, Winter ist eigentlich gar nicht meins und ich stehe da überhaupt nicht drauf, dann wirst du dich natürlich auch nicht so dafür begeistern können, ja. Hallo Baum, grüß dich.
LPK, ja, zum Glück haben wir die Klimaanlage. Zum Glück ist die Klimaanlage da. Die rettet uns. Was ist denn das eigentlich? Ach, der Hochofen. Ich glaube so. Irgendwie in die Richtung müssten wir gehen. Puh. So. Jetzt laufen hier die Forschungen weiter. Und ich vermute mal ganz stark, dass unser Strom jetzt gerade am Limit hängt. Jo. Die Gesamtleistung fällt ab. Das ist schlecht. Unsere Fabrik ist ja winzig. Ja, wir haben ja eine ganz, ganz kleine, schnuckelige Fabrik jetzt mittlerweile. Aber wenn du guckst, die Greifarme zum Beispiel kommen an ihr Limit. Die kommen nicht mehr so hinterher, wie es eigentlich mal möglich wäre auch. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz hier erweitern. Und werden da auf jeden Fall ein bisschen weiter brauchen. Dann brauchen wir davon ganz, ganz viele. Und dann brauchen wir davon noch ein paar. Hiervon brauchen wir auch nochmal sicherheitshalber ein bisschen was. Mauern nehme ich mir mal wieder ein paar mit. Steine brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Aber wir können nochmal hier unsere Steine abgeben. Und hier das nochmal reinschmeißen. So. Weil hier, das haben wir ja zum Glück alles modular gebaut, meine Lieben. Uri, grüß dich, Hallöchen. Okay, also die Verteidigung rumpelt. Das funktioniert. Zum Glück. Schon ein bisschen Angst gehabt, ehrlich gesagt. Nach einiger Zeit fandest du Schnee dann nicht mehr so toll. In der 7. Klasse war ich letztes Jahr im Tirol. Ach so, ja, im Skilager. Ja gut, das ist halt auch so eine Sache, ne? Wenn du da keinen Bock dann drauf hast, weil du denkst, ja, okay, ist eigentlich ganz nett, aber na, brauche ich jetzt doch nicht so. Ich glaube, dann ändert sich dann auch nochmal die Stimmung noch grundsätzlich, ne? Weil da haben auch viel mehr Leute dann auch keinen Bock mehr und dann kippt das dann irgendwann. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Okay. So, jetzt brauchen wir, nachdem wir das jetzt haben, brauchen wir hier nochmal ein Strömchen. Legen wir das mal so hin. So. Mal schnell schauen. Der Strom ist immer noch am oberen Ende der Nahrungskette angekommen. Also selbst im 10-Minuten-Graph, wir produzieren jetzt mehr, aber es reicht noch nicht. Ne? 5,4 Megawatt. Aber es reicht nicht. Jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem. So, jetzt aber. Okay. Da sind die anderen. Und da brauchen wir jetzt auch nochmal Strom. Und dann brauchen wir noch das Ding. Wo ist es? Wir ballern jetzt natürlich auch sehr, sehr viel mehr in die Luft raus. Ja, das ist ein bisschen eingebrochen gerade. So, Forschung von der Batterie ist durch. Wir forschen jetzt mal an den etwas besseren Munitionen. An der etwas besseren panzerbrechenden Munition. Das ist, glaube ich, jetzt wichtig. Das geht auch, schau da oben, das geht rasend schnell. Diese Kleinforschung, auch die Landaufschüttung hätte ich gerne noch schnell. Jetzt, wo wir die Elektrizität dann auch tatsächlich voll haben, ist das gut. 55%, ey. Das geht super schnell. Wie schaut jetzt der Dreck aus? Ey, nach unten stoßen wir so viel aus. Alter, wie... It's Uranerz, meine Lieben. Es ist Uranerz und zwar 6,7 Millionen. Kann man mal machen, ne? So, forschen wir das noch hinterher. Das geht ja, wie gesagt, auch alles sauschnell dann. So, was haben wir hier unten? Da wird gerade, ist gerade Kämpfe. Okay, wir kommen hier noch zurecht. Ewig geht das aber auch nicht mehr. Lass mal kurz hier ein bisschen erweitern. Okay, und dann erweitern wir das noch. Wir können das auch zumindest... Ach, wir haben Mauerteile sogar da.
Mach später auch Kernenergie. Wir probieren es doch mal. So. Habe ich noch Türme? Ja, habe ich. Wir haben das hier gebaut. Die haben wir direkt links von den Waffendingern gebaut, okay? Achso, warte mal. Und nur jeden zweiten haben wir da bedient. Ist auch okay. Ja, wir kriegen schon wieder ein bisschen Schaden. Die werden auch wieder stärker. Aber dann können wir vielleicht hier ein bisschen entlasten. Zumindest für den Anfang. Ah, da kommen sie auch weiter. Ah. Aufwärts, Rakete! Es wird. Okay. Dann lass mal ganz kurz gucken. Wir haben noch keine weiteren Waffentürme, ne? Ja. Ja. Und hier wird nämlich weiter scharf geschossen. Hier passt es auch schon wieder. Da läuft einer. Die sammeln sich hier unten. Kleine Beißer. Direkt an der Südmauer. So nicht, Freunde. So nicht. Hier freue ich mich auf die Lasertürme. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich glaube, wir lassen mal ganz kurz diese Strecke hier noch ein bisschen. Ich würde die gerne noch ein bisschen ausbauen, weil die halt hier an der Stelle ganz, ganz häufig reinkommen. Ja, es sind einige hier unten. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Jawohl! Sehe die Karte schon hochfliegen. Ah, ich sag nur, meine Lieben, Zielartillerie. Das ist das große Ziel an dem Ganzen. Nachdem das beim letzten Mal, weil wir keine Artillerie hatten, auch so ein Problem war. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn wir da wirklich ein bisschen reinballern. Frische Artillerie hält die Körper und Geist fit, ja. Stärkere Sprengstoffe, wo kommen wir denn da hin? Erhöht den Schaden. Warte mal kurz. Entzündliche Stoffe. Flammenwerfer ist auch immer ganz cool. Begleitroboter. Energieschild ist auch eine mega krasse Sache. Exoskelett. Brauchen wir dann blaue Fläschchen für. Roboterhangar. Hangars. Lasertechnik. Ganz wichtige Forschung. Robotechnik, da kommen dann die Drohnen raus. Das ist wichtig, dafür brauchen wir das Zeug da oben. Da haben wir dann irgendwas anderes noch. Lasergeschütztürme. Energiewaffenschaden. Explosivraketen. Extrem explosive Raketen mit großem Radius. Seit wann gibt es denn Artillerie? Ja, das ist genau das Ding, was ich mir auch immer gedacht habe. Fusionsreaktoren kennen wir schon. Raketensilo, Artillerie. Da sind wir daheim, meine Lieben. Das Ding brauchen wir. Artillerie, Waggon, Artillerie-Geschützturm und Artillerie-Granate, meine Lieben. So, dafür brauchen wir aber Sprengstoffe tatsächlich. Die forschen wir jetzt auch gleich mal durch. Die dürfen schon mal in die Forschung gehen. Die dürfen schon mal in die Forschung gehen, während wir hier auf jeden Fall mal ganz kurz unsere Verteidigung ein bisschen überprüfen. Ich würde hier ganz gerne einfach noch ein bisschen die Sicherheit hochziehen. Wenn die sich genau hier unten drunter sammeln, will ich nicht blank dastehen oder zu wenig. Ja, schauen, das sind nämlich gar nicht mehr so wenige. 4 Geschütztürme sollten wir denen eigentlich ziemlich handeln können. Ja, wir drücken halt jetzt noch viel, viel mehr Dreck in die Luft, ja. Und dadurch haben wir natürlich das Problem. Hier oben haben wir den unfassbaren Vorteil, hier ist ein Wald. Der hält unseren Dunst ein bisschen zurück. Hier ist auch ein großer Wald. Der verbreitet sich auch nicht. Oh, Öl. Ja, aber hier kommen wir relativ nah an die ganze Geschichte ran. Was der Vorteil ist, dieser Bereich hier ist ziemlich bewaldet. Also wir sind hier wirklich in so einer Art Waldgebiet, Krater, ja, wo ringsrum Wald ist. Da kann das ganz gut gehen. Mach sie Platzwerk! Nein, das haben wir vor. Was hat das mit der Luft zu tun? Nimm. Warum keine Artillerie? Doch, klar, Artillerie. Artillerie ist auf jeden Fall geplant. Gut, das läuft. Da, die Batterien brauchen Schwefelsäure. Die müssten wir jetzt eigentlich auch noch oben angehen.
Da, Alter. Unsere Verteidigung funktioniert. Hier unten haben wir es ganz gut eigentlich schon. Ja, aber die verbrauchen richtig dermaßen viel an Munition hier. Wie schaut es denn eigentlich hier oben aus? Kriegen wir da auch Stress? Hier ist relativ entspannt, ne, bei der Ölraffinerie. Die macht keinen Dreck. Ich glaube, das ist denen dann egal. Okay. Stahl haben wir noch sehr, sehr viel am Start. Okay. Grüne Fläschchen Arrow oder was? Was ist denn hier los? Warum kommt da so wenig? Greifarme sind zu wenig. Okay, wir produzieren tatsächlich zu wenig Greifarme. Die produzieren wir hier unten. Und hier fehlt es an Zahnrädern. Wir produzieren zu wenig Zahnräder. Okay, das ist eine andere Geschichte. Die können wir jetzt relativ flink eigentlich lösen. Mit Zahnrädern. Machen wir mal zwei neue Fabriken hierher. Können wir auch schön nach unten erweitern. Brauchen wir nicht nach oben gehen. Oder machen wir 1-1 drauf oder sowas. Wo sind die? Da. Keep on going. Going. So, auch hier Zahnrad bitte. So, produzieren wir jetzt mal ein bisschen mehr Zahnräder, dann läuft die Produktion hier generell von den Fläschchen auch schneller. Lampen haben wir keine mehr. Muss die Eisenproduktion erhöhen? Ne, ist tatsächlich wirklich nur die Zahnradgeschichte. Die hängt hier gerade ein bisschen raus. Weil hier der Rest produziert eigentlich ganz vernünftig. Und hier unten, seht ihr das? Wenn die mal was kriegen, dann freuen sie sich und dann produzieren sie auch sofort. Hier kommt zu wenig an. Wir haben nicht genug Zahnräder, um eine einzige Fabrik aufzuarbeiten. Das ist ein Problem. Aber das wird jetzt hier tatsächlich. Na, jetzt kommt hier, schaut, zack, eine Fabrik arbeitet jetzt auch gut. Jetzt kommt sogar die zweite noch mit an den Start. Die Hälfte unserer Produktion hier läuft. Die dritte geht auch noch rein. Jo. Zack, so will ich das. Schau her, wie das läuft. Jawohl. Okay. Und die laufen ja hier quasi unbegrenzt noch mit auf das Band drauf. Und das Band teilt dann hoch. Muss morgen 24 Uhr raus. Linus, ich wünsche dir was. Hau rein. Schönen Abend noch. Mehr. Jetzt gucken wir mal. Also wir schaffen es jetzt auch hier wieder ein bisschen mehr anzustarten. Aber selbst die roten Fläschchen kommen hier langsam. Schau her. Die sind auch nicht mehr überall vorrätig. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt warten wir mal, bis das hier wieder anläuft. Weil das braucht natürlich auch. Hier laufen die jetzt auch wieder besser an. Das könnte gut werden. Wir haben natürlich unsere Forschungskapazität generell erhöht. Das merkst du an der Stelle einfach auch. Und hier könnte man natürlich auch generell noch überlegen, ob wir nicht da nochmal ein bisschen Gas geben. Weil die Fläschchen hier auch nicht so schnell kommen. Da sollte man mindestens eine weitere Fabrik auf jeden Fall reinplanen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Was meint ihr? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Das ist hier die Frage. Bisschen mehr Fläschchen. Wäre das schön? Ah, Sprengstoffe. So, Militärwissenschaftspakete. Tore. Komm, die forschen wir jetzt auch noch schnell. Ich will Tore haben. Das nervt mich, dass wir überall Löcher drin haben. Falsch rum. Ah! So. So. Lass mal laufen. Wie lange geht der Stream noch? Stündchen. Gutes Stündchen. Warum nimmst du nicht die blauen Fabriken? Das skaliere ich dann später hoch, wenn ich eh schon Platznot habe. Aber Kinder 9, die Frage... Mario war das. Die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Ich versuche das später zu skalieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ankomme und mir denke, ah, jetzt müsste ich umbauen, dann skaliere ich das mit den anderen hoch. Die sind einfach auch schlicht billiger gerade im Moment. Wobei, das ist nicht das entscheidende Kriterium, ganz klar. Denk dran, was zu trinken, Killer 9. Stößchen auf dich. Ah, herrlich. Zwergenliebe. Zwergenliebe. Moin, Sven.
Anna, dankeschön für deinen Follow auf Twitch. Herzlich willkommen und auch dir schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Apfelschorle? Nee, Eistee, Zitrone. Tatsächlich. Ich liebe Eistee. Ich stehe da voll drauf. Hey, das läuft. Schau mal hin, wie ein Länderspiel. Volle Eskalation hier. Gut, gefällt mir. Hat allerdings einen kleinen Nachteil in der B-Note. Die Produktion kommt hier nicht mehr nach. Das heißt, das wollte ich die ganze Zeit ja auch schon machen. Wir erhöhen jetzt die Grundproduktion hier bei den Hochöfen. Wir brauchen hier definitiv ein bisschen mehr Nachschub. Was fehlt da noch? Ziegelsteine fehlen noch. Das kriegen wir hin. Während die produzieren, das können wir mal laufen lassen in aller Entspannung. Machen wir mal ganz kurz Folgendes. So. Gut. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Und dann lassen wir das mal ein bisschen hochdrehen. Geben wir hier mal ein bisschen Gas in die ganze Geschichte hier rein. Ah, hier haben wir schon erweitert. Okay. Ja, hier sind zu viele an dem Verteiler dran. Dann machen wir jetzt Folgendes. Nee, Moment, müssen wir anders machen. Wir müssen uns genau an das Konzept halten. Sonst schaut das doof aus am Ende. Okay. So, das leiten wir jetzt erstmal wieder hier drauf. Okay, dann gehen wir hier weiter. So, erhöhen wir hier nochmal die Produktion generell. Ich glaube, das ist an der Stelle tatsächlich keine doofe Idee. Brauchst mehr Erz? Ja, das kommt auch noch. Das ist nicht tatsächlich nicht das Erz. Das ist die Geschwindigkeit des Bandes. Das müssen wir erhöhen. Es kommt genug hier unten durch den Verteiler raus. Den Grundverteiler hier. Da wird relativ gut verteilt. Natürlich werden wir auch hier noch ein bisschen aufbauen. Aber ich will jetzt erstmal die generelle Produktion hochdrehen. Einfach damit wir sagen können, es läuft schon mal. So, machen wir das nochmal. Jetzt habe ich Hunger auf Schnitzel. Uri kaut eine Schnitzelrunde gerade. Grundstoff Zucker. Ja, die Dinger sind pappsüß, die Eistees. Ich weiß. Felix, Flix. Grüß dich, Herr Erster. Mehr Hochöfen, das muss rumpeln. So, jetzt schaut die Sache doch gleich mal hübscher aus. Ja, also diese Eistee, ich sag's euch, meine Lieben, das Zeug ist pures Gift. Ja, also das ist echt absolut zuckerhaltig und mit Sicherheit auch alles andere als gesund. Ja, aber ich stehe halt auf Eistee. Ich kann mir halt nicht helfen. Gut. So, jetzt gibt er nur noch rechts ab. Das passt. Dann wird hier nämlich hinten dran auch voller. Und jetzt gehen wir das Grundproblem an. Das Grundproblem ist ja die Förderung. Zumindest im Moment. T drücken. Okay. Neue Forschung. Ah ja, das auf jeden Fall.
die Stromnetze, die müssen wir erweitern. Da sind wir jetzt schon ziemlich wenig dran. So. Und dann brauchen wir Förderbänder ohne Ende noch. Also am Eisen sollten wir nicht sparen. Das ist immer blöd, wenn man am Eisen spart. Also fit bei dir, na klar, und bei dir selber? Als Eistee, ja, Eistee super. Eistee, mega, sensationell. Thomas, den Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. So, meine Lieben. Es ist gerade einfach nur mega gemütlich hier. So, pass auf. Jetzt machen wir hier weiter. Das ist die nächste Runde. Hauen wir hier den nächsten Förderer rauf. Haben wir da nicht mehr produziert? Ach doch, die sind in Arbeit. So, das ist die nächste Reihe. Gucken wir hier schnell. Ja. Wo geht man das Zeug drauf? Hier unten. Den lassen wir nach unten gehen. Der andere geht nach oben, dann geht der nach unten. Gut, dann gibt der jetzt hier drauf. Dann erhöhen wir hier nochmal den Output gerade. Okay. So. Schauen wir mal, wie der Verteiler darauf reagiert. Wir kriegen hier schon einen Rückstau rein. So, lassen wir mal verteilen, damit hier voll wird. Das wird hier hinten dann eh schon zum Problem. Weil wir ja noch Kohle auf dem Band liegen haben. Und das macht die Sache hier ein bisschen delikater. Wenn wir das voll ausnutzen könnten, wenn wir hier elektrische Öfen hätten, wäre es einfacher. So. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Produktion so weit aufgedröselt, dass es hier besser läuft. Es läuft besser, nicht perfekt, meine Lieben, ganz klar. Also, das muss ich mal an der Stelle ganz kurz nochmal sagen. All das, was wir jetzt machen, ist natürlich nur blankes Herumgefummel, ne? Also, das ist so quasi der erste Rest, den wir noch unbedingt ändern müssen. So. Könnt nochmal Schwerstoffe. Apropos, wir wollten ja hier oben noch weitermachen. Hier haben wir ja unsere Produktion für Schwefel. Aber wir wollen ja tatsächlich hier noch weiterbauen. Und zwar hier hinter. Kommt ungefähr auf die Höhe. Machen wir das mal. Machen wir hier auf jeden Fall nochmal was rein. Oh, ich habe kein... Ich habe Eisen vergessen. Nein! Oh, da könnte ich mich mal ganz kurz ein bisschen bedienen. Oh, jetzt haben wir ein bisschen zu viel bedient. Ist nicht so gut. So, jetzt brauche ich hier nochmal ein bisschen Eisen. Eisenplatten brauchen wir auf jeden Fall. Mega viele sogar. Hart erarbeitet. Das ist gut. Die mich jetzt gerade mal hardcore. Ein neuer Zwerg ist in den Weg.
Otto Killer 9, Dankeschön für dein Member auf YouTube. Vielen lieben Dank. Mega. Dankeschön für deinen Support. Richtig geil. Meine Lieben, ihr dürft jetzt alle nochmal ganz kurz aus dem Lurk-Modus kommen und mal bitte Ausrufezeichen Hype in den Chat schreiben. Wenn ihr das möchtet, dann haut mal einen Hype raus. Und Dankeschön für den Support. Mega nice. Jawohl, da kommt der Hype. Auch im Twitch-Chat geht es genauso rund. Die freuen sich auch mega. Tops haut ein paar Herzen noch hinterher. Sehr, sehr nice. Boah, super.